Gut, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur Pressekonferenz vor dem 5. Spieltag in der Regionalliga Südwest. Morgen um 14 Uhr hier in der Ursafarm Arena gegen den 1. FC Kaiserslautern 2. Der Gegner hatte am ersten Spieltag spielfrei, dadurch erst 3 Partien bisher bestritten, die auch gegen Mannschaften, gegen die wir auch schon angetreten sind, und hat dahingehend auch die gleiche Punkteausbeute gekriegt, 4 Punkte bisher und zuletzt eine 2-4 Niederlage gegen Mannheim. Bei uns gab es im Gegenzug jetzt, wie bereits bekannt, den 1-0 Sieg gegen Hoffenheim zuletzt. Und Merve, du hast das Spiel durchgespielt. Erstmal, wie war es für dich persönlich letzten Samstag und was hat dieser Sieg auch für die Mannschaft bedeutet? Ja, also für mich, also für die Mannschaft war es letzte Woche sehr wichtig, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Nach dem Mannheim-Spiel wollten wir eine Reaktion zeigen und wir waren nach dem Spiel natürlich sehr froh, dass uns das gelungen ist. Und wir wollen morgen natürlich daran anknüpfen und die nächsten 3 Punkte holen. Was denkst du, was gegen Kaiserslautern auf euch zukommen wird? Ich glaube, dass morgen hier eine willige und körperlich starke zweite Mannschaft antreten wird, die natürlich versuchen wird, uns hier Punkte zu klauen. Und daran gilt es jetzt anzugehen. Und ja, wenn wir alles zu 100% machen, unseren Plan durchziehen, unser Spiel machen, dann wird es auch funktionieren. Vielen Dank. Michael, du hast ja letzte Woche schon kurz zu Kaiserslautern Stellung genommen. Kannst du das nochmal so ein bisschen konkretisieren, was diesen Gegner in deinen Augen stark macht? Ja, mache ich, wenn es mir noch einfällt, was ich da gesagt habe. Aber es war ja in Bezug auf Hoffenheim und Kaiserslautern, dass ich dieses Jahr Kaiserslautern auch so wahrgenommen habe, jetzt in den ersten Spielen, ja, dass sie auch schon weit sind. In der Regel sagt man ja immer, so eine U23 braucht immer, ja, vielleicht eine halbe Saisonphase. Sehe ich nicht so. Ja, die Mannschaft wirkt gefestigt. Da haben auch zu Hause gegen Trier sehr gut gespielt. Und Merve hat es gesagt, die werden uns versuchen, morgen hier zu ärgern. Ja, für die ist es natürlich immer auch ein Highlight-Spiel, hier gegen uns anzutreten. Es wird auch immer so verkauft. Ja. Auch in Hoffenheim war es so letzte Woche, beim Favoriten anzutreten. Und ja, das sind so ein paar Punkte. Jungs, die an die Grenze gehen werden. Morgen ist es mit Sicherheit ist es auch eine Hitzeschlacht. Irgendwo habe ich gelesen, heute Abend ist eine Hitzeschlacht um 18.30 Uhr. Frage ich mich, was wird es morgen um 14 Uhr sein? Das wird wahrscheinlich nochmal eine Steigerung sein. Würde ich lieber abends spielen, ehrlich gesagt. Und von daher wird es morgen auch wird's eine Willensfrage sein. Ja, wer geht an die Grenzen? Wer ist bereit, diesen Stress eigentlich auch zu widerstehen? Und ich glaube schon, dass das morgen auch so ein Abnutzungskampf wird. Ja, und auf das sind wir eingestellt. Ich glaube, wir sind körperlich in einem sehr, sehr guten Zustand. Wichtig bei meiner Mannschaft ist, dass sie vom Kopf her klar ist und das hat mir vor allem auch die zweite Halbzeit jetzt gegen Hoffenheim gezeigt. Ja, wenn wir da bereit sind, wenn jeder körperlich auch an die Grenzen geht, läuferisch, das tut, was er zu tun hat auf seiner Position, dann ist es gegen uns immer schwer. Wie lief bei euch die Vorbereitung jetzt auf das Spiel? Wie sieht es auch personell aus? Ja, wir haben schon das ein oder andere Problem mitgeschleppt aus dem letzten Spiel. Kevin Mack hatte eine Oberschenkelproblematik. Müssen wir sehen heute, Abschlusstraining. Müssen wir dann eine gute Entscheidung treffen. Mit dem Wissen natürlich, dass wir schon wieder Dienstag spielen. Aber Priorität hat natürlich jetzt morgen. Also ich denke, wir tun auch gut daran, aber wie im letzten Jahr, das schon wieder so zu fokussieren, dass wir sagen, okay, jedes Spiel ist quasi im Endspiel, übertriebenermaßen ausgedrückt, weil ich natürlich sehr gut weiß, dass wir noch viele Spiele vor uns haben. Aber das war letztes Jahr schon immer so eine Thematik, jedes Spiel so anzugehen. Dann, ansonsten sind alle Mann an Bord. Aaron Berzel möchte ich kurz was sagen, weil mit Sicherheit morgen eine Frage kommen wird, warum Aaron nicht im Kader sein wird. Aaron habe ich gestern aus disziplinarischen Gründen von der Mannschaft suspendiert. Aaron wird individuell trainieren, wird dann am Sonntag um 10 Uhr wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ja, dabei ging es um eine disziplinarische Maßnahme, um letztendlich auch ein paar Dinge gerade zu rücken. Es war ein Trainingsvorfall und wie gesagt, Aaron wird dann am Sonntag ganz normal wieder zur Mannschaft stoßen. Ansonsten habe ich alle Mann zur Verfügung, bis auf die Langzeitverletzten natürlich, Leo Grech, Matze Kunz. Ja, das wissen Sie, glaube ich, muss jetzt nicht mehr dazu sagen. Beide, ja, vor allem Leo auf einem guten Weg, ja, in der Reha, macht große Fortschritte, Matze wird dauern.
Ja, ansonsten ist es natürlich bei uns schon, merkst du im Kader, ja, viel Konkurrenz. Jeder will rein in die Mannschaft und ja, die in der Mannschaft waren, wollen natürlich ihren Platz behaupten. Dankeschön. Gibt es von Ihrer Seite aus noch weitere Fragen an die beiden? Ich denke schon, dass ich jetzt halt, mich zeigen muss und auch will. Ich weiß natürlich, dass das hier auch bei unserem Kader natürlich jede Woche aufs Neue Test sozusagen ist. Und ja, ich werde jetzt einfach versuchen, die nächsten Wochen weiterhin Gas zu geben und das andere kommt dann. Weitere Fragen? An den Coach-Bereich. Sie haben ja schon gesagt, dass nächstes Spiel ist natürlich immer das Wichtigste, aber trotzdem kann ich ja nichts vorhin, ist ja dann das Derby der Anti, selbst auf jeden Fall ja einige Derbys erlebt. Ist das in der Mannschaft dann schon in den Köpfen drin? Ist da schon so eine gewisse Vorfreude drauf, dann die Grün-Weißen anzutreten? Oder geht mir das völlig ständig an? Ja, relaxed mit Sicherheit nicht. Also ich war ja von Anfang an schon ein bisschen der Meinung, dass dieser Tenor, der hier herrscht, wir haben ein schweres Auftaktprogramm. Das war für mich sowieso in dem Moment schon, wie soll ich sagen, es ist einfach Quatsch, weil das Programm geht jetzt erst richtig los. Also wir haben nicht nur ein schweres Auftaktprogramm, sondern wir haben wirklich ein schweres erstes Drittel. Wir haben jetzt zu Hause Kaiserslautern, gute Mannschaft, in Homburg, gute Mannschaft, Steinbach. Also für uns geht es ja Schlag auf Schlag weiter. Und ich habe es ja gesagt, wir sind einfach gut beraten, wenn wir die Aufgaben so jetzt annehmen. Ja, auch wenn Sie mich jetzt im Vorlauf fragen, ist natürlich auch ein Highlight in Homburg zu spielen. Aber Stand jetzt, also bei mir, und ich habe das Gefühl, bei der Mannschaft überhaupt kein Thema. Ja, also wir sind, ja, ich gehe davon aus, ja, ich kann nicht in die Köpfe reinschauen, das ist immer ein Punkt. Aber wie gesagt, letztes Jahr, ich will ja nicht mal so viel zurückblicken, aber das war schon, glaube ich, eine große Stärke von uns, jedes Spiel so anzunehmen, ja, wie wenn es das letzte wäre. Übertrieben, wie gesagt, das weiß ich sehr wohl, weil wir am Anfang stehen, aber das war schon so immer wieder in der Ansprache, mit Miteinander, auch psychologisch unser Ding zu sagen, wisst ihr was, heute das Ding müssen wir ziehen, um dann wieder den nächsten Schritt zu machen. Lasst uns die Aufgabe erledigen und so möchte ich das gerne wieder umsetzen und ja, sehe uns auf einem guten Weg. Ja, war am Samstag wichtig für uns, ja, das muss man natürlich auch sagen. Und es gibt aber auch Gründe, warum wir das Spiel gewonnen haben. Es gab vorher Gründe, warum wir in Mannheim Schiffbruch erlitten haben. Ja, das muss man ja ganz nüchtern analysieren. Und ansonsten merke ich in der Mannschaft eine positive Stimmung. Ja, sie ist auf einem guten Weg, glaube ich, gewisse Dinge auch erstmal zu finden. Ja, das braucht auch seine Zeit, das ist ein Prozess, wir haben was verändert. Und ja, diese mannschaftliche Geschlossenheit, das muss einfach wieder unsere Trumpfkarte werden. Wie zum Beispiel auch bei so einem Spiel in Homburg, da werden solche Dinge wieder entscheiden. Das weiß ich auch aus vielen Erfahrungen, jetzt, die ich mit der Mannschaft gemacht habe. Weitere Fragen? Was? Ihr Kollege sagt, dass er die Trainingszeit angepasst hat, die Anschlusszeit. War das bei Ihnen nicht nötig, weil das Spiel des Moos, da muss ich mir gerne dazu so geben, dass man dann am Samstag um die Zeit Brüssel ist, aber wenn man schon nur durchsteht, dann denke ich, dass wir auch frei kommen. Also Trainingszeiten anpassen halte ich nichts davon, weil ich glaube, da muss das halt ja, über die ganze Saison machen. Für mich war wichtig, einfach zu sehen, die Belastung zu steuern. Wir haben natürlich gestern entschieden, nur vormittags zu trainieren und nachmittags der Sonne aus dem Weg zu gehen. Also das ist schon eine Überlegung. Ansonsten natürlich auch die Einheiten so zu fahren, dass wir immer natürlich auch nicht überziehen, aber natürlich auch nicht zu wenig machen. Und an die Mannschaft natürlich zu appellieren, ist für mich viel, viel wichtiger, dass sie einfach wissen, ja, dass sie natürlich nachmittags die Sonne meiden, dass sie einfach professionell mit der Situation umgehen. Und wie gesagt, morgen wird eine Hitzeschlacht. Und, ja. Aber ich erinnere mich gerade, ich habe mal einen Trainer gehabt, der hieß Felix M. Und der hat immer gesagt, wenn sowas war, ich weiß, hat immer gesagt, hey, geht nicht, gibt's nicht. Und dann haben wir gesagt, was meint denn der? Nach dem Spiel wussten wir wieder, es gibt keine Ausreden, du musst marschieren. Und wenn er uns wieder an die Wand trainiert hat, dann hat er auch gesagt, seht ihr, geht nicht, gibt's nicht. Also von daher hat mir das Jahr bei ihm als Spieler schon was gebracht. Das hat sich bei mir in der Festplatte festgesetzt. Also es geht immer, wenn man will, wenn man da ist vom Kopf her. Und das wird morgen, glaube ich, ein wichtiger Punkt sein. Und ich möchte, dass wir da Kaiserslautern morgen zeigen,
dass wir in dem Bereich einfach besser sind. Ich glaube, das ist auch der Ansatz. Oder das noch eine Frage? Vielleicht gerade in der Vorbereitung auf morgen, ist dann eine Ansage irgendwie bis zum Spiel, hat jeder 2-3 Liter Wasser zu trinken oder nicht? Nee, diese Dinge regelt bei uns mein Physio und Athletikmann, der Peter Schneider, der die Aufgabe hat, sich in diesen Dingen auch immer wieder einzulesen, weiterzubilden, ja, auch sich da damit zu beschäftigen. Da mische ich mich überhaupt nicht ein, ja, weil letztendlich von mir, wie gesagt, nur Appell. Ja, denkt dran, Freibad kann man gehen, weiß ich auch. Ja, ich war auch ein junger Spieler, aber man sollte halt nicht 4 Stunden in der Sonne flacken. Also es geht jetzt nicht um eine schöne Hautbräune, sondern es geht einfach darum, Energien zu sparen und einfach Profi zu sein. Aber ich denke schon, dass man als Trainer die Aufgabe hat, da immer die Jungs mitzuerziehen. Das sehe ich auch so. Aber ich setze in gewisser Weise schon ein großes Stück auf Eigenverantwortung. Das habe ich immer so gemacht. Ich habe es mit erwachsenen Leuten zu tun. Und ja, jeder, der mir sagt, ich bin ein Profi, der möchte das gerne dann auch so umsetzen. Aber die Betonung lag ja gerade wieder Ihrer Meinung nach. Ja, ne, es geht ja aber um meine Meinung. Ich bin ja der Trainer hier. Und ich treffe Entscheidungen. Und natürlich haben wir den Moritz Göttl mit einem, ja klar, ist ja logisch, dass ich jemanden dazuholen will mit einem gewissen, ja, mit einer gewissen Absicht. Ich habe aber auch schon für mich gewisse Vorstellungen. Ich habe eine gewisse Hierarchie auch in der Mannschaft hier im Sommer auch wieder aufgebaut, auch im Sturm. Ja, ich habe gewisse Ideen. Ich weiß aber, dass ich mit Moritz Göttl einen Spieler habe, gerade wenn ich ihn nachlege, der einfach große Qualitäten hat. Und sowas muss man halt auch sehen. Und ich hab einfach meine Strategie. Und wenn ich weiß, da sitzt einer, und wenn ich den eine halbe Stunde reinwerfe, 10 Minuten, ja, dann hat er bis jetzt immer was gerissen. Und ist ja klar, dass ein Spieler dann natürlich auch unruhig wird. Spielen will, alles gut, habe ich Verständnis dafür. Trotzdem für mich immer der Ansatz, es so auszurichten, wie ich es für die Mannschaft am besten finde. Und mich auch nicht beeinflussen zu lassen von, ja, was hier vielleicht im Stadion passiert. Ja, schön, ist gut, wenn die Stimmung passt, aber ja, um es auf den Punkt zu bringen, beeinflusst meine Entscheidungen in keinster Weise. Ich möchte, dass Moritz Göttl an sich arbeitet. Es gibt viel an sich zu arbeiten. Er hat viele gute Qualitäten für uns. Und wenn wir die richtig einsetzen, dann haben wir an ihm ganz, ganz viel Spaß. Aber alles so ausgerichtet, wie ich das will, und ich bin der Trainer und ich treffe die Entscheidungen und ich trage, um es jetzt ganz, ganz auf den Punkt zu bringen, letztendlich auch die Verantwortung. Also, was passiert in den nächsten Tagen nichts mehr, also weder zu noch irgendwas? Ja, haben wir nicht vor, Stand heute. Ja, wir sind den Kader gut aufgestellt. Wir sagen aber auch, wahrscheinlich wie viele Vereine in der Regionalliga, dritten Liga, zweite Liga, erste Liga, wenn uns nochmal was über den Weg läuft, ja, wo wir sagen, das optimiert uns, dann werden wir mit Sicherheit drüber nachdenken. Aber bis jetzt kam kein Spieler. Es gibt mit Sicherheit Jungs, die nicht momentan 100% zufrieden sind. Aber das ist Kalkül. Ja, ich kann ja nicht 24 Leute zufriedenstellen. Aber bis jetzt kam keiner auf mich zu und hat gesagt, Trainer, ich möchte mich dringend verändern. Das ist nicht passiert. Ich spüre nach wie vor einen guten Geist hier. Jeder gibt Gas. Und von daher gibt es momentan auch nichts zu vermelden. Noch weiter. Ja. Und zwar in der Schlussphase. Also die drei neuen Kubaner, wohl war ja gar nicht im Spiel und Kaplani. In der Schlussphase, wie es richtig abgegangen ist, wo alles nochmal nach vorne und jetzt holen wir das Ding und haben es geholt, waren alle drei auf dem Platz. War das Zufall oder? Ja. Ja, weil, mal ganz ehrlich, man kann ja wieder so viel reininterpretieren. Wahrscheinlich, wenn man zu viel Zeit hat, ist es ja. Es ist doch klar, die sind jetzt 3-4 Wochen bei uns im Training, 5 Wochen, haben keine Vorbereitung. Milan Ivana hat ein Jahr nicht gespielt, über ein Jahr. Edi Kablani auch nicht regelmäßig. Steffen Bohl, ja, gibt's eine eigene Dynamik gerade, ja, wo ich merke, dass er auch noch nicht angekommen ist. Ja, und sowas ist, das gehört doch auch zu meinem Plan. Ich muss doch einfach auch flexibel sein. Und wenn ich weiß, ich kann in der 60. Minute 3 Spieler nachlegen, die den Laden hier anschieben, die uns letztendlich dann das letzte Quäntchen auch bringen, ja, dann ist es doch super positiv.
Auf der anderen Seite kann man auch sagen, wer hat Hoffenheim in der ersten Halbzeit müde gespielt? Wer war das? Vielleicht war es da vielleicht noch ein Tick schwieriger. So kann man es auch mal sehen. Man kann sich immer so hindrehen im Fußball, wie man es gern hätte. Und ich mache es genauso, wie meine Wahrnehmung ist. Und alles andere, ja, höre ich mir an, mache ich mir Gedanken drüber. Ja, viele gute Ansätze, auch von Ihnen, Herr Lehmann, muss ich echt sagen, das passt, das gefällt mir, macht mir Spaß. Aber trotzdem, ja, ich muss doch dann morgen wieder Entscheidungen treffen. Und alle anderen sitzen draußen, geben einen Kommentar ab, erzählen was und fahren dann nach Hause und müssen halt für nichts Verantwortung übernehmen. Das ist der Unterschied. Und ich schon. Und es gefällt mir gut, dass ich genau diese Position habe. Und ja, deswegen viele Ansätze richtig, aber vieles auch einfach zu viel hineininterpretiert, ganz ehrlich. Noch weitere Fragen? Aus. Dann bedanke ich mich bei Ihnen allen fürs Kommen, wünsche noch einen schönen Tag und bis morgen.